Folge Nummer 20 müsste es sein bei Graveyard Keeper. Wir sind hier unterwegs und suchen den Wasserfall. Genau das war's. Jetzt lass uns gerade überlegen, wie war die Geschichte noch? Die Karte sagte, da oben links war was nicht aufgedeckt. Dann gehen wir doch da mal erstmal gucken, ob da der Wasserfall ist. Okay, wir haben 3 neue Aufgaben vom Papst gekriegt. Dann müssen wir mal schauen, ist hier irgendwo der Wasserfall? Also da ist der Wasserfall, alles klar. Und da drüben ist die Angelstelle. Da die Angelstelle natürlich auf der anderen Seite ist, bedeutet das, ich komme da gar nicht hin. Lass uns mal gerade höher gehen, ob da oben noch eine Angelstellmöglichkeit, genau, wahrscheinlich. Eine Angelmöglichkeit ist, aber ich gehe fast von aus nicht. Hier ist das Flüchtlingslager, ne? Das ist die Frage. Ist hier oben auch noch... Sieht ja aus wie eine Furt, ne? Aber ist wohl keine. Da unten ist das reißende Wasser. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Karte hier weiter nicht aufgedeckt. Ja, das ist ja doof, ne? Warum deckt er die Karte nicht auf? Da muss ich extra auf der anderen Seite, um die Karte aufzudecken, oder wie ist das? Ah, da schau her. Ach, hier ist auch eine Angelstelle. Aber ich glaube, diese ist die verkehrte. Aber vielleicht können wir hier rüber. Können wir? Und hier können wir auf jeden Fall Bären pflücken. Machen wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, ob wir hier an die Angelstelle kommen. Wahrscheinlich nicht, ne? Weil wir hier nirgendwo runterkommen. Da ist ein Weg und da ist eine Sperre. Und die sagt uns, macht den Weg frei. Ich brauche eine Holzplanke, Eisenstücke und Holzkeil. Also das erste und das letzte ist nicht das Problem, aber die Holzplanke weiß ich jetzt nicht, ob ich die schaffen kann. Das ist einfach nur Holz. Jetzt lass uns mal in die Richtung weitergehen. Aber da ist nichts mehr. Aber, puh, lass mal Karte gucken. Riesengroß, ne? Die Karte, die kann ich auch noch bewegen. Alter Schwede, ist das groß. Krass. Okay. Ein riesen Spielgebiet. Hier links ist ein Sumpf, da ist bestimmt Ende. Da kann man nichts mehr machen, schätze ich mal. Aber hier ist ja schon krass, oder? Dann lass uns mal gerade die Karte erkunden. Da ist auch ein Häuschen. Hier oben. Ah, guck mal hier. Da gibt's Steine. Okay. Brauchen wir uns also keine Steinsorgen mehr machen. Und Marmorsteinbruch gibt's hier auch noch. Und hier gibt's Wasser. Okay. Und hier ist noch eine Hütte. Okay. Ich könnte jetzt hier auch schlafen. Ah, wir haben eine Ersatzwohnung gefunden sozusagen. Hier kann man aber nichts machen, ne? Unter dem Teppich ist bestimmt eine Falltür, oder? Und hier muss man einen Tisch erst aufbauen. Das machen wir doch mal. Und was können wir jetzt hier bauen? Nix, wa? Doch, kann man. Eisenerzlager, Steinvorrat, Steinschneider. Okay, hier ist... Also noch ein zusätzlicher Arbeitsplatz sozusagen. Auf die Toilette oder was es auch immer ist, kann man nicht gehen. Das ist schade. Hier ist aber auch nichts. Gut, sehr interessant. Keine Ahnung, was hier noch so ist. Hier sind wir nicht hergekommen. Hier sind irgendwelche Zirpen am Fliegen. Hier ist nichts. Aber hier ist noch ein Weg. Okay, das ist... Ich baue es mal ab, weil ich weiß nicht, was es ist. Kohle? Jetzt kann ich es nicht mitnehmen, oder was? Ne, Karte. Ah, wir sind trotzdem richtig. Charakterbogen ist ja hier. Leitfaden für Geistliche. Okay. 2 Keramikschüsseln. Komm, benutzen. 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 Weg ist es. Und zupp, konnte ich die Kohle aufnehmen. Es ist Kohle, das ist gut.
Okay, dann haben wir hier Kohle, da ist eine Angelstelle. Hier sind wir rübergekommen. Wir können noch mal gerade gucken, wo sind wir lang gegangen? Hier ist ein Riesenwald. Ich schätze mal, da können wir holzen. Genau so ist es. Also hier ist unser Rohstofflager in Anführungsstrichen, ne? Hier gibt es auch noch einen Weg. So einen angedeuteten. Hier geht es aber wohl nur hoch zum Dingens, ne? Ja, hier war ja die Hütte, genau, da waren wir schon. Also hier gibt es jetzt nichts Neues, würde ich sagen. Schauen wir nochmal nach unten. Ja, da war ja auch nur noch die Wand, wo der Durchbruch da war und wo wir nicht durch konnten, das jetzt vor uns liegt, genau. Gut, jetzt könnte man höchstens noch hier im Wald einmal durchgehen. Ah, jetzt wird's Tag. Gut, hier gibt es noch Bären. Nehmen wir gerade noch mit. Ach, die können wir nicht aufsammeln. Ah, super. Gibt es noch was, was wir wegtun können? Nicht wirklich, ne? Papier haben wir, leeres Papier. Trinken, Holzstücke, Haut. Das sind alles Sachen, die ich jetzt nicht, ne, wegtun möchte. Kommen wir schnell zum Lager hin, von hier aus. Dann würde ich das Wasser da lassen. Haben die Wasser zu trinken. Das war doch nicht weit weg hier, oder? Gehen wir einfach ins Lagerzelt hier. Das war das hier, ne? Und dann schmeißen wir das dann mal drüber. Und ach, gib denn das und gib denn das. Pilze nicht. Kommen dann mal drei Flächen frei. Das ist schon mal was, oder? Er möchte nicht mit uns sprechen. Ja. Lagerentwicklung. Na. Ja, das habe ich schon gemacht. Flüchtlingsglück ist gleich Lagerqualität, Immunität, Zufriedenheit. Aber die sehe ich jetzt hier nicht, oder? Das waren alles nur die Fragen sozusagen. Ich möchte gerne die Übersicht haben, aber die sehe ich hier wahrscheinlich gar nicht, oder? Okay. Ja, das sind nur die Fragen, das bringen wir jetzt nicht weiter. Flüchtlingslager, ach, da oben sehe ich ja die Flüchtlingszufriedenheit. 3 von 3. Jetzt möchte ich hier im Brunnen ab. Was ist denn das Bauzelt? Das ist, glaube ich, nicht das Bauzelt. Da sitzt der Typ drin, ne? Ich habe dir nichts zu sagen, Wärter. Gut, und das ist, glaube ich, das Bauzelt, oder? Was tue ich mich da? Ne, da oben ist es. Da oben ist es. Wir haben Glücklichkeit. Das heißt, wir bräuchten für ein Wohnzelt 2 Stoff, die wir nicht haben, und für einen Brunnen brauchen wir noch einfach Eisenstücke. Ein neuer Flüchtling braucht ein Bett. Okay. Dann bräuchten wir jetzt einen Brunnen. Ja, da müssen wir mal gucken. Die haben jetzt Essen und Trinken auf jeden Fall gerade was gekriegt. Da sind wir schon einen Tacken weiter. Nicht viel, ne, aber etwas. Kann ich hier noch? Ja, kann ich noch. Stand das Schild da schon immer? Baumsägewerk. Ah, sehr gut. Hier ist dann der Sägeplatz. Unsere Rohstoffe finden wir im, ne? Im Westen. So, jetzt muss ich gucken. Irgendwo war ja doch eine Brücke noch, ne? Wie repariere ich die Brücke? Das ist die Frage. Weil dann komme ich an die Angelstelle dran. Ah, das ist auch wieder ein Holzplanke. Balken. Das müsste ich eigentlich schaffen, die Brücke heile zu machen.
Weiß gar nicht, ob da nur eine Leiche ist. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, dann wird jetzt hier angezeigt, ne? Es ist eine da. Da ist er. Schon halb vergammelt. Ach so, wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Autopsie. Ah, Ärztefusche ist auch schon dran, alles klar. Fette nehmen. Das können wir, glaube ich, dann nicht mehr tragen, ne? Wir haben auf jeden Fall einen blauen Punkt bekommen. Ich weiß nicht woher, aber wir haben einen. So, jetzt liegen hier schon Klamotten rum, ne? Den kann ich ja nicht entfernen. Jetzt kann ich nur die Leiche nehmen. Und die kommt jetzt auf den Friedhof. Aber ich habe noch kein Grab geschaufelt, oder? Doch, habe ich schon. Und dann machen wir das zu. Ist immer ein schlechtes Grab, aber ich habe hier auch noch eine Urkunde, die ich gerade nicht nehmen kann. Super, oder? Und was haben wir denn hier? Ach komm. Gut, dann holen wir lieber mal das Geld, weil das war ja bares Geld, die Bestattungsurkunde. Gut. Das war ja bares Geld. Kann man das reparieren? Nein, kann man nicht reparieren. Das wäre noch schön gewesen, das zu reparieren, ne? So. Wir haben kein Holz hier. Eine Holzmarkierung. Ja, wir müssten jetzt erstmal schauen, dass wir was anderes machen. Holzhackplatz. Hier geht das. Das ist der Nicht-Amboss. Hier holen wir einen Balken. Wir haben aber kein Holz, also geht das nicht. Dann müssen wir mal schauen. Der sieht so aus, als ob wir den abfällen können. Sieht so aus. Warte mal, da kann man auch noch was mitmachen. Was kriege ich denn dann da raus? Nix. So, jetzt kann ich hier weiterarbeiten, ne? Ja. Jetzt fertigen wir da den Balken erstmal. Und wir müssen erstmal Last abwerfen. Nee, falsch. So rum. Stackt nicht. Stackt. Stackt das wirklich nicht? Nee, aber das könnte stacken, ne? Ja, tut's. Leitfaden für Geistliche. Plus 5 von den Dings, da gibt's da, okay. Da müssen wir erstmal hier was aufnehmen. Das tut's auch schon. Wir müssen noch ein bisschen was loswerden, wir haben zu viele Sachen dabei. Hier schmeißen wir mal die Pilze rein. Sonst ist hier nichts, was da rein kann. Was haben wir hier? Ein Grabstein haben wir, den nehmen wir mal gerade mit. Und was lassen wir hier? Ich weiß nicht, den Schlüssel müssen wir mal mitnehmen, ne? Hat ja anders keinen Sinn. So mit den Dingen machen, weiß ich nicht. Muss ich nachlesen. Bestattungsurkunde. Das bleibt nicht hier. Ich glaube, das Papier lassen wir hier. Da brauchen wir erst noch die Tinte für den Typen, glaub. Ich
irgendwie müssen wir noch was loswerden. Der Schrank ist kein Lagerplatz. Aber hier ist die Kiste voll. Wir müssten eine neue bauen. Ich glaube, da können wir nichts fertigen, weil wir nicht genug Ressourcen haben. Genau, da müssten wir einen Baum verfällen. Hier ist jetzt... Kannst einen Grabstein basteln. Das habe ich noch nicht gefunden hier. Das war alles zerkleinern. Das war... Kriegt man Holzscheit und einen Balken. Und hier gibt es die Holzplanken. Wie kriege ich denn da raus? Eine? Fertigen wir die doch mal, oder? So. Warte mal. Das nicht. Das weiß ich auch nicht, wofür. Den Eisen, das müsste ich noch überlegen. Das macht bestimmt ganz viel Sinn. Politurpaste fehlt. Öl. Ja. Das möchte ich jetzt gerade nicht basteln. Nägel, Eisenstücke. Ich glaube, wir brauchen noch Eisenstücke. Fertigen wir die mal. Irgendwofür braucht man die. Ich glaube, oben fürs Dingens, ne? Können wir noch... Wir müssen zusehen, dass wir hier noch eine Kiste kriegen. Aber hier ist... Doch, da ist noch Platz. Dann bauen wir schnell noch eine Kiste. Und dann können wir hier noch mehr reinpacken. Ich denke, das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da auch rein. Hanfseile packen wir da rein. Die Schüsseln brauche ich auch nicht. Das Reparaturzeug lassen wir mal dabei. Das und das. Das bauen wir gleich auf dem Friedhof. Die Holzplanken bauen wir auch. So, lass uns schauen, dass wir da unten hinkommen. Keine Leiche da, zum Glück. Hier machen wir erstmal den Friedhof ein bisschen hübsch wieder. Die Qualität ist hier 0. Und das Grab können wir jetzt einen Stein draufsetzen. Also müssen wir natürlich auch noch erst machen. So, den haben wir gesetzt. Der Friedhof hat eine Qualität von 1 jetzt. Okay. Wir haben jetzt dieses Symbol. Jetzt muss ich gerade erst gucken, was ist da mit dem Symbol. Der Kaufmann ist bei... Eine Handelslizenz. Wie teuer war die? Die kriegt man hier, ne? Handelslizenz brauche ich erst noch, sag schon, hier Zufriedenheit und so. Das heißt, ich kann nur beim Bürger das königliche Siegel für 30 Zufriedenheit haben. Habe ich das königliche Siegel? Ach ne, ich muss da 50 für haben, alles klar. Ja, dann ist das schon mal ausgeschlossen. Teil freischalten, muss ich auch was für haben. Gut, jetzt kommt ein Sturm auf. Jetzt gehen wir gerade zur Brücke, gucken, ob wir die reparieren können. Die ist ja ganz in der Nähe noch. Ach, wir brauchen einfaches Holz. Und jetzt haben wir die Nägel los. Okay, Nägel und einfache Balken. Jetzt müssen wir gerade gucken, dass wir hier noch einen Holz, einen Baum haben. Der da sieht da so aus, als ob das der passende ist. Und es reicht gerade nicht. Und wir haben jetzt nichts zu essen da, ne?
Nein. Dann esse ich doch hier eine Möhre raus, dann geht's doch, oder? Und ich denke, wir können hier aber auch ernten wahrscheinlich. Aber ich komme nicht drauf. Guck mal, hier können wir auf jeden Fall ernten. Ich habe keine Kraft mehr. Und das läuft schon wieder. Hier muss ich auch was für machen und habe keine Kraft dafür. Ah, das ist eine Einbahnstraße, ganz gefährlich, ne? Ich hoffe, ich habe hier oben noch was zu essen, ne? Weil sonst sind wir nämlich ganz schön mau dran. Ja, wir haben natürlich hier was zu essen. Nein. Brauchen wir hier noch was? Weißes Fischfilet, wer denn kocht schon Profi? Also das ist nicht das Richtige wahrscheinlich. Die Maden können wir auch hier lassen. Die haben wir ja gerade aufgesammelt. Der Torf gehört hier nicht hin, der gehört da unten irgendwo hin. Also da sind die Felder. Wir müssen aber erst was essen, damit wir weiterkommen. Gut. So, das schnell abbauen. So, das haben wir. Gehen wir erst an die Kiste, weil das kann rüber. Das kann auch rüber. Das kann rüber. Den Salat behalten wir erstmal, den können wir so essen. So, jetzt müssen wir nur gucken. Hanfsamen haben wir 4, Karottensamen haben wir auch 4 und Kohlsamen haben wir auch 4. Ich glaube, wir müssen nur düngen erstmal die Felder. Karottensamen. Keine Ahnung, welche Samen das gerade waren. Und haben wir. Das ist der Salat. Das ist da oben mal wieder Hanf. Haben wir nicht mehr. Traubenkerne haben wir da. Okay. Hier haben wir jetzt Essen gelassen. Das kann weg. Den Salat nehmen wir mit zum Essen. Gut. Hier läuft's. Was war das Ziel? Ich nehme auf jeden Fall jetzt gerade hier noch die Dingens mit. Pilze gibt's überall. Pilze kann man am Feuer ja zu so einem leckeren Spieß machen. Wir haben eine Leiche bekommen. Gut, da unsere Energie down ist, die Zeit rum ist, würde ich sagen, machen wir erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.